Das ist das Coole, die Kids sind richtig krass ausgearbeitet von den Charakteren, ne? Auch gerade die dann jetzt von anderen Franchise-Unternehmen kamen. Ja, also außer Smash, also es gibt viele Smash-Klone inzwischen. Die Leute denken sich, warum machen wir das nicht eigentlich mit unserer tollen Marke, zum Beispiel Multiversus und sowas? Ja, genau, Multiversus, das war DC, ne? Ja, genau, ja. Und Looney Tunes und sowas. Ja, Warner Brothers. Ja, Warner Brothers, genau, richtig. Haben sich gedacht, ja, machen wir, und hat nicht geklappt, also nur ein bisschen. Ja. Rivals of Aether ist noch sehr nice, und es gibt glaube ich, so zwei oder drei Smash-Klone, die auch echt ziemlich cool sind. Aber keiner macht halt die Smash, ne? Ja, das ist halt der Urvater, ne, quasi. Ja. Ja, gerade bei Rivals of Aether, da hat man ja jetzt zuletzt auch ganz viel Leveln jetzt gesehen, ne? Ich habe Rivals 2 war das, glaube ich. Ich muss dazu sagen, ich kenne mich mit dem Spiel nicht gut aus. Ja, ich auch nicht. Aber Leveln, ach. Ja, voll. Der pickt ja auch sämtliche Games irgendwie zwischendurch mal ab. Ne? Ja, halt wirklich. Aber das Movement ist da halt insane. Ne? Ja. Einmal an die Zuhörer, raschel ich oder könnt ihr mich hören? Weil irgendwie raschelt das manchmal. Also ich höre dich clean tatsächlich. Ja, etwas anderes für mich. Wackelkontakt. Naja. Funktioniert gerade. Also konzentrieren wir uns. SDN hier mit 60%. Flora gerade den Stock verloren. Aber auf dem letzten Stock. Und wir sehen tatsächlich Ike. Kein Greninja. Oh, nice. Ja, das ist aber auch ein Matchup. Die beiden haben ja auch super viel schon gegeneinander gesmashed. Ne? Ja. Also, die wissen schon, wie der andere Playstyle funktioniert. Da würde ich tatsächlich gerade mal sehen, ob Flora jemals gegen SDN gewonnen hat. Da gibt es nämlich so einige Kandidaten, die gut abschneiden, aber oh, gegen SDN... Und der Spike katapultiert nach rechts raus, alles klar. Okay. SDN gegen Flora. Gucken wir doch mal. Ja, toll. Da bin ich einmal ganz kurz was zwischen die Zähne rausholen. Klack, Kamera switch. wir haben jetzt auch Best of 5, glaube ich, jetzt mit Top 8, ne? Ja, das ist jetzt Best of 5. Okay. Okay, also die haben Set Count 17-1. Wow. What? Die haben 18 Mal gegeneinander gespielt. Jo. Ja, also... Wo war denn das Set? Okay, also das ist eine ganze Weile her. Oh, Arcadia noch, ja. Das erste Arcade. Nee, das war Smash Weekly in Space. Also das war das Weekly in Hamburg. Okay. Nach dem NZ Rising 6. Das ist ja schon ein paar Tage her. Ja, genau. Vor Rising kamen auch die normalen NZs noch. Und NZ Reloaded. Ja. Okay, erst verabschieden sich. Den glaube ich auch gerade noch in der Playercam gesehen, falls ihr da rein seht. Ja, immer noch auf dem ersten Stock hier gerade SDN. Wirkt einfach komplett sicher. Ja. Der lässt sich sehr selten berühren. Na, also komplett bei sich mit seinem Playstyle, drückt in seinem Playstyle oftmals sehr gewinnbringend den Gegner auf. Und das ist halt auch schwierig, ne? Also wenn du den Gegner halt auch nicht aus der Ruhe bringen kannst, schwierig das dann für dich selber auszunutzen. Ja. Und ja, auch was wir gerade gesehen haben, Flora Air Dodge mit Fast voll runter, aber so, dass da kein Endlag ist. Und abtilt direkt, aber wird einfach weggeschildert. Also SDN kennt gefühlt jeden Trick auf der Welt. Ja, der hat Ike durchgespielt. Mhm. Halt wirklich, also schwierig. Schwierig. Oh. Ja. Okay, nice. Einmal weggesniped. Oh, kommt doch aus der Kombo raus. Offstage. Ja, das ist halt so, ja, also... So muss ich dort spielen, ne? Richtig, genau. Aber das macht dich dann auch sehr angreifbar in solchen Momenten. Und so ein Oh! Oh!
Ist es das? Nee. Aber die Idee war gut mit der Daumen hier auch, weil er da den. Das sah so gerade so unreal aus, Armor, wo die sich ausgeketzelt haben damit. Armor ist eigentlich eine ganz smarte Angelegenheit. Ja, einfach mit durch Armor und die abgehen. Ja. Mal gucken, vielleicht sehen wir das ja noch. Steht 1-0. Fast 2-0. 2-0. Ja. Aber es ist Best of 5. Richtig, also das gerade Gelernte kann man jetzt vielleicht nochmal umsetzen. Ich hoffe mal, dass Flora das auch gerade so gecheckt hat damit, ne? Ja. Ja, also Armor Moves tatsächlich. Also es ist. Ja, es gibt schon Spieler, die Ike Offstage komplett auseinandernehmen, aber selten, sehr selten. Mhm. Also hier im Norden habe ich immer das Gefühl, dass SDN manchmal mit Sachen davonkommt, mit denen er nicht davonkommen sollte, auch um seinen Willen, weil er, wenn er in eine andere Region kommt, wird er dann vielleicht einfach weggespiked oder, naja, halt offstage auseinandergenommen. Aber so im Moment, er ist ja kaum offstage. Ja. Ich meine, dass die Dummy Domination fängt halt onstage an, ne? Und, ja. Kann ja mal zählen. Kann ja mal zählen, wie oft der Offstage ist. Ja. Dieses, Set. Also ich meine, dass gerade dieses Game jetzt gerade ist ja komplett dominant. Der Flowchart ist einfach, ja. Ist auch fertig. Ja. Fertig. Wow. Auch hier, weißt du? Okay, da ist Armor, also. Ja. Sofort gewurst, sofort zugegriffen. Damn, das ist crazy. Also Ice-T spielt sehr gut gerade. Therion auch echt in seiner Zone. Und SDN, puh, was soll man dazu sagen noch? Ich bin immer noch bei 0. Ja. Also was Offstage-Situation angeht. Und dann fragt man sich natürlich so, wo kann man Ike dann auseinandernehmen? Ja, wenn ich da, wo er am anfälligsten ist, ja, ne? Genau. Ja, genau. So, dann, man kann zu Ike sagen, sehr jumpy, will ja mal seine Nähr bekommen. Vielleicht irgendwie in die Richtung. Ah, Offstage Counter 1. Oh, tot direkt. Direkt tot. Das ist doch eine faire Regel. Einfach immer, wenn er offstage geht, stirbt er einfach. Genau, er kann nicht mehr springen. Darf's nichts mehr machen. Können wir das noch machen? Oh. Und, bitte, offstage? 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 Oh, okay. Und er ist sogar noch am Leben geblieben. Ja. okay. Einfach direkt.